Hey ihr Süßen, ich bin's wieder. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute gibt's mal wieder von mir ein Haul-Video. Und zwar werde ich euch heute meinen Einkauf präsentieren in Bezug auf Klamotten. Und am Ende gibt es noch einen kleinen Mini-Haul, was ich zum Beispiel bei MAC eingekauft habe. Okay? Aber wie gesagt, wir fangen als erstes an mit den ganzen Klamotten. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir als erstes an mit H&M. Da habe ich mir nämlich gekauft einmal so einen Schal. Ich fand das sehr, sehr schön. Vor allem, ja, das Muster gefiel mir und die Farbe allgemein. Ich weiß nicht, irgendwie passt das auch gut zu mir, dachte ich mir. Und dann habe ich es auch deshalb mitgenommen, weil ich es einfach nur schick finde. Gerade wenn es draußen so kalt ist, so nasskalt. Und ich dann so einen Schal habe, wo noch tolle Farben mit inbegriffen sind. Das ist auf jeden Fall ein, der ist riesengroß. Also der ist eigentlich schon fast ein bisschen zu groß für mich. Aber ist ja nicht schlimm. Diesen Schal gab es bei H&M für 14,95 €. Dann habe ich mir nämlich noch gekauft eine Weste und die fand ich auch sehr, sehr, sehr schön und sehr schick. Kleiner Tipp von mir, ich würde das nicht so richtig falten, sonst habt ihr diesen hässlichen Strich in der Mitte. Deshalb immer schön aufbügeln und niemals falten und in den Schrank legen, okay? So, diese Weste gab es, meine ich, bei H&M für 29 € noch was. Aber ich bin mir leider nicht mehr sicher, weil bei einigen meiner Teile habe ich schon die ganzen Preisschilder abgemacht. Aber soweit ich mich entsinne, gibt es diese Weste für 29,95 € bei H&M. Okay, dann habe ich mir noch ein süßes Kleidchen gekauft, was ich auch total schön fand. Gerade wenn ich das noch mit einem Hut trage. Ich zeige euch noch gleich einen Hut. Und dieses Kleid, also das ist so ein knielanges Kleid, sehr süß geschnitten und schön tailliert. Dieses Kleid gab es bei H&M für 19,95 €. Ja. Okay, dann habe ich mir noch eine Bluse gekauft bei H&M und zwar ist es in dunkelblau. Viele von euch haben mich danach gefragt gehabt. Ich hatte das im letzten Video mit Sevin angehabt. Und ich finde diese Farbe sehr, sehr schön. Und auch die, dieser Schnitt, der gemacht ist. Also diese Aufmachung davon. Diese Bluse gab es bei H&M für 24,95 €. Okay? So. Dann habe ich mir noch eine Bluse gekauft. Eine Jeansbluse. Ich fand die sehr, sehr schön. Diese Bluse ist runtergesetzt von 19,95 € auf 10 € nur. Und ich dachte mir, die nimmst du auf jeden Fall mit, weil ich die einfach cool finde und sowas kann man immer tragen. Genau. Was ich mir noch bei H&M geholt habe, war ein Hütchen. Ich fand die sehr, sehr süß, vor allem mit der Schleife hier hinten oder an der Seite. Ja, an der Seite. Diesen Hut gab es für 12,95 € und ich dachte mir, ja, ich kaufe mir noch für diesen Winter ein Hütchen, weil ich die halt richtig cool finde. Und ja, gesagt und getan, gehen wir jetzt über zu Primark. Da habe ich mir nämlich noch gekauft, Moment, diese Bluse, die ich gerade anhabe, die ist in so einem schönen Grün. Ich weiß jetzt nicht, sagt uns Smaragdgrün dazu. Und das habe ich kombiniert mit den tollen Ohrringen hier. Aber die Ohrringe sind schon älter, die habe ich auch von Primark. Die Bluse jedoch habe ich bei Primark für 9,95 €, meine ich. Also 10 €. Nee, das war, glaube ich, das war genau glatt 10 € oder 12 €. Ich weiß es leider nicht mehr, da ich schon die ganzen Preisschilder abgemacht habe. Ja, wie gesagt, diese Bluse für 10 €. Dann habe ich mir noch eine Bluse gekauft. In so einem Ton. Ich fand die sehr, sehr schön. Und ich weiß nicht. Also ich liebe solche Blusen, vor allem in so einer Farbe. Diese Bluse habe ich, meine ich, für 12 € gekauft. Aber ich bin mir da nicht mehr so sicher. Ja, okay. Dann habe ich mir noch gekauft bei Primark Schmuck. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Moment, wenn ich erstmal meine Haare in den Griff bekommen habe. Ja, dann habe ich mir noch auf jeden Fall Schmuck gekauft bei Primark. Und zwar einmal diese Kette hier. Ich finde die richtig schön. Vor allem, wenn ich so ganz große Pullis anziehe, in XXL-Größen, dann diese Kette dazu. Sieht jetzt richtig cool aus. Diese Kette gab es bei Primark für 10 €. Die finde ich auch richtig schön. Vor allem, wenn ihr eine Bluse anhabt in Weiß, dann sieht das auch richtig edel aus. Soweit ich mich entsinne, kostet diese Kette hier
6 Euro. Aber ich bin mir da nicht mehr so sicher. Ich finde generell Primark-Ketten wirklich super schön. Eine super Alternative zu den ganzen Zara-Ketten, wo ihr mittlerweile schon über 30 Euro zahlt. Und ja, also für die kleinere Tasche zum Beispiel finde ich die Primark-Ketten super schön. Und auch vom Preisverhältnis her auch, ja, kann man nicht meckern, ne? Genau. So. Ja. Das war's auch schon von Primark. Ich mache jetzt einfach mal weiter mit, mit Pimki. Denn dort habe ich mir einmal so eine Weste gekauft. Ich weiß nicht, ich fand die richtig toll. Ich fand die sehr, sehr schön. Und, angezogen sieht die richtig cool aus, vor allem wenn ich noch diesen Hut dazu trage. Fand ich super toll und schick. Diese Weste gab es für 39,99 Euro. Aber ich habe noch 40% Nachlass bekommen, weil das so eine Aktion war bei Pimki. So, okay. Was ich mir noch gekauft habe, ist eine, ist ein Rock. Ein Rock, nicht eine Rock. Und zwar ist das so ein Taillenrock. Also dieser Rock zum Beispiel beginnt schon hier oben und wird untenrum etwas breiter. Also ich fand die sehr, sehr schön. Vor allem ist das in so einer Lederoptik. Und wo habe ich das nochmal gekauft? Ja, bei... Ja, diesen Rock gab es bei Taily Whale. Und der hat mich 29,95 € gekostet. Und ich weiß nicht, ich finde es sehr, sehr schön mit einer weißen Bluse und die Kette, die ich euch gerade gezeigt habe. Wisst ihr noch? Die gerade, ne? Okay. Okay, machen wir jetzt weiter mit TK Maxx. Und zwar, solltet ihr über mich wissen, ich habe einen kleinen Tick. Ich kaufe sehr, sehr gerne Pullis ein aus der Männerabteilung. Ich weiß nicht, erstens finde ich die richtig kuschelig. Zweitens ist es sehr warm. Und des Weiteren könnt ihr das auch mit Leggings tragen und gerade im Winter hat man meistens nicht so Bock, sich extra schick zu machen und sowas. Dann trägt man halt gerne Männerpullover. Mhm. So wie ich das halt mache. Und zwar habe ich mir 3 Männerpullis gekauft bei TK Maxx. Einmal habe ich mir diesen Pulli hier gekauft. Ich fand das richtig süß und es ist auch, ich weiß nicht, es sieht auch von den Farben her sehr schön aus. Das habe ich einmal gekauft und zwar ist das von der Marke her Gas. Bestimmt spreche ich das falsch aus, aber ich habe es jetzt so ausgesprochen, wie man es liest. Und ja, diesen Pulli gab es für 29,99 € von 86 Euro. Also der Originalpreis beträgt 86 Euro und ich habe bei TK Maxx gekauft für 29,99 €. Ne? Ist auch sehr, sehr kuschelig und total warm. Und ich liebe den total, total, total. So wie ich noch einen anderen Herrenpulli gekauft habe. Also ich habe insgesamt 3 Stück gekauft. Mein Vater, also ich ziehe total gerne die Pullis von meinem Vater auf. Mein Vater hat sich immer darüber aufgeregt, dass seine Pullis irgendwann nach einer Zeit voll nach Frauenparfüm gerochen haben. Kann ich sehr gut verstehen. Und deshalb habe ich mir gedacht, kaufe ich mir den selber auch. Aber von einer anderen Marke und diesen Pulli habe ich gekauft Originalpreis beträgt 69 Euro, aber ich habe es gekauft für 24,99 € bei TK Maxx. So wie ich mir noch einen anderen Herrenpulli gekauft habe in einem schönen Gelbton. Ich fand das sehr, sehr toll. Marke S. Oliver. Diesen Pulli habe ich gekauft für 14,99 €. Aber wenn man diesen Pulli so sieht, denkt man, der ist voll hässlich. Aber ich zeige euch das mal mit einer Kombination von Primark, also die Primark-Kette. Wenn ihr das noch als Kombination nimmt und noch eine Leggings und vielleicht noch ja, diesen Hut von H&M. Ich finde, das sieht einfach nur stylisch aus. Und deshalb dachte ich mir, ja, nimmst du auch diesen Pulli mit. Und ja, wie gesagt, diesen Pulli gab es bei TK Maxx von der Marke S. Oliver für 14,99 €. Und ja, das war es jetzt auch erstmal von den ganzen Herrenpullis, die ich mir gekauft habe. Ich habe mir nämlich noch aus der Modbox-Abteilung einen anderen Pulli gekauft. Und den fand ich auch total schick und schön. Trage ich auch sehr gerne mit Leggings. Wie gesagt, aus der Modbox-Abteilung gab es den Pulli für 16,99 €. Ne? Okay, dann machen wir jetzt weiter mit den Schuhen und Accessoires. Dann war es auch schon erstmal von den ganzen Klamotten. Und zwar, ja,
mache ich mal weiter mit Haluba. Ich war nämlich mit meinen ganzen Cousinen und Cousins in Remont und dort haben die auch Haluba gehabt. Da habe ich mir nämlich diese tolle Kette hier gekauft. Also ich weiß nicht, ich habe mich sofort in diese Kette verliebt. Oh, total schön finde ich die. Vor allem, wenn ihr ja einen roten Lippenstift trägt und auch eine ganz schlichte weiße Bluse. Einfach nur tipptopp, Leute. Und ich zeige euch das jetzt einfach mal. Sehr, sehr schön, total süß und einfach nur ein Eyecatcher. Diese Kette gab es im Remont von dem Laden Haluba für genau 15 Euro. So wie ich mir noch diese süßen Ohrringe hier gekauft habe bei Haluba. Und die sind runtergesetzt von... Moment. Hier steht noch der Originalpreis. Ja, okay, der ist jetzt total abgeschnippelt. Aber wie ihr seht, wurden diese Ohrringe 1, 2, 3, 4, 5 mal reduziert. Und ich habe sie bekommen für 3 Euro. Ne? Die sind auch total knuffig. Und, ja. Okay, meine Süßen, das war es auch schon erstmal. Jetzt machen wir weiter mit den Schuhen. Da habe ich mir nämlich auch 2 Exemplare gekauft. Und zwar sind das diese schönen Boots hier. Ich fand die richtig cool und auch allgemein finde ich, die sind ein Eyecatcher. Ich werde auch sehr oft in der Stadt gefragt, woher ich die habe. Und da sage ich mal Primark. Und diese Boots gab es bei Primark für nur 22 Euro. Und ja, dann habe ich mir noch gekauft bei Schwarze, also in Dortmund gibt es auch den Laden Schwarze, habe ich mir noch solche coolen Schuhe gekauft. Ich finde die sehr, sehr schön, sehr praktisch und sehr gemütlich, gerade auch für den Winter. Diese Schuhe habe ich mir für 20 Euro gekauft bei Schwarze. Ne? Okay, ihr Süßen, das war es auch schon von den ganzen Klamotten und den ganzen Accessoires jetzt. Machen wir weiter mit MAC. Da habe ich nämlich aus der Rihanna-Kollektion 5 Teile gekauft, die ich euch gerne zeigen möchte. Ich habe sie extra nicht aus der Verpackung genommen, weil ich gewartet habe, dass ich erst ein Haul für euch drehe. Und dann erst werde ich die aus der Verpackung nehmen. Ne? Okay, ich mache erstmal weiter mit dem Lip Liner Talk That Talk. Aber ihr kennt diesen Stift. Ich habe es auch in meinem letzten Make-up-Video getragen gehabt. In meinem Bordeaux Petrol Make-up Tutorial. Und das ist diese Farbe hier. Ne? Auch ganz, ganz schön und total toll. Ich liebe diesen Stift und auch den Lippenstift davon, weil es einfach eine, ja, so eine extrem krasse Farbe ist. Dann habe ich noch natürlich den Lippenstift dazu. Ich finde die Verpackung allein schon so geil. Ich liebe es. Ich liebe, liebe, liebe es einfach. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach mal auch den Lippenstift neben dem Lip Liner. Der Lippenstift ist ein bisschen heller als der Lip Liner, aber das ist auch okay so. Ich gebe euch mal einen kleinen Tipp für diejenigen, die sich total aufgeregt haben, dass sie diesen Stift und den Lippenstift nicht bekommen haben von Rihanna, Talk That Talk. Ihr könnt als Alternative den von MAC nehmen und seiner Farbe Diva. Ich finde die Farben sehr identisch und ja, für diejenigen, die sich halt darüber aufgeregt haben, dass sie den Lippenstift nicht ergattern konnten, Augenbrauenstift. Und des Weiteren habt ihr noch am Ende noch diese Bürste, wo ihr noch eure Augenbrauen bürsten könnt. Und ich liebe diesen Augenbrauenstift total. Also ich habe mich auch heute damit geschminkt und ich finde das Ergebnis auch sehr, sehr schön. Es gibt 2 Farben, einmal für hellere Hauttypen und halt einmal für die dunklen Hauttypen, so wie bei mir. Da habe ich einmal diesen braunen Stift hier. Also ich habe die Farbe, hier ist glaube ich keine Farbe dran. Doch, die Farbe heißt Deep Dark Brunette und diesen Stift gab es für 22 Euro. Da habe ich mir noch einen Lippenstift gekauft und zwar die Farbe Riri Woo. Da war ja auch total lange ausverkauft, den gab es ja schon mal, aber nicht in dieser geilen Verpackung. Ich habe glaube ich heute zu oft geil gesagt, ne? Wenn mein Vater das wüsste. Egal, ja, sehr, sehr schön. Und ich finde die Farbe auch mega toll. Dazu werde ich euch auch noch bald ein Tutorial drehen. Also seid gespannt. Ja, Alternative zu Riri Woo ist der Ruby Woo.
Aber die meisten von euch, glaube ich, regen sich nur deshalb auf, dass sie die LE nicht bekommen haben. Nicht wegen der Farbe, sondern wegen der Verpackung. Weil die Verpackung einfach, ja, geil ist. Okay, dann kommen wir auch schon zu meinem letzten Teil, was ich gekauft habe bei MAC. Und zwar einmal den Powder Blush Duo. Den gab es für 28 Euro, aber ich nehme das jetzt erstmal aus der Verpackung raus. Oh Gott, ich bin sowas von verliebt. Diese Verpackung einfach, das ist einfach nur genial. Ich weiß nicht, ich bin total verliebt. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach mal. Das ist einmal der Duo Powder in der Farbe Hibiscus Kiss. Und das war es auch schon von meinem ganzen MAC-Einkauf. Also ich habe so von der Kollektion nur 5 Teile gekauft und habe fast 100 Euro ausgegeben dafür. Das geht ganz schön schnell, Leute. Aber ich bereue es im Endeffekt nicht, weil ich ja echt gesehen habe, wie viele es bereut haben, wo sie gesehen haben, dass das Ganze schon ausverkauft war. Deshalb, ja, bin ich froh, dass ich es getan habe. Ja, meine Süßen, was soll ich noch sagen? Das war es auch schon von meinem ganzen Haul-Video. Ich hoffe natürlich mal wieder, dass euch das Video gefallen hat. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich liebe euch. Mua, eure Soraya. Tschüss.